24 hours only, 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. Shoo-be-doo-be-doo. I hate to do this to you, but I love somebody. Hallo beim Kurzwellensender. Hallo, Ben. Hallo. Hallo, Phil. Hallo. Und hallo, Jan. Hallo von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier sind wir wieder auf dem Kurzwellensender. Hallo, Tim. Nicht etwa im Pulssender, wie man sich denken könnte. Nein, das verwechseln. Würde ja niemand sagen. Wir sind beim Kurzwellensender und wir besprechen in der zweiten Staffel des Kurzwellensenders die erste Staffel von Castle Rock, was eine Anthology-Serie ist. Und deswegen besprechen wir auch nur die erste Staffel von Castle Rock. Denn das ist das Prinzip des Kurzwellensenders. Wir besprechen nicht längere Serien, sondern nur kurze Serien. Das hast du schön erklärt. Dankeschön, Dankeschön. Das schneide ich jetzt direkt dran und mache die Pause raus. Dann klingt es wahrhaftig. Ja, so. Das kam aus ganzem Herzen. Ja, wir sprechen heute über die Folge Local Color. Wir sind in der dritten Folge. Und wir haben schon ewig lange nicht mehr aufgenommen, weil wir ja eine Sommerpause gemacht haben, ohne die anzukündigen. Aber es war lange Sommer. Und jetzt ist fast November. Und jetzt ist fast November. Und jetzt immer noch machen wir heiß. Winterpause. Macht's gut. Ja. Nee, es ist immer noch warm. Es war so heute sehr warm. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, was in den ersten 2 Folgen passiert ist. Selbst wenn ich es hinterher rausschneide für die Zuhörer, die das ja vielleicht nicht in diesem Abstand hören. Damit wir für uns noch mal wissen, worum es denn eigentlich geht. Die erste Folge hieß Trennung und da ging es ja darum, dass der alte Gefängniswärter von Castle Rock an seinem letzten Tag Selbstmord begeht und man dann einen jungen oder jungen Mann in einem Wassertank, also natürlich ohne Wasser, im früher geschlossenen, mal abgebrannten Bereich des Gefängnisses gefunden hat, den niemand kennt und niemand weiß, wie er in dieses Gefängnis gekommen ist und der jetzt ein Problem für die neue Gefängnisdirektorin ist. Und gleichzeitig verlangt dieser Junge eben nach einem Anwalt, Henry Deaver, der Strafverteidiger ist in Texas, wo er so Todeskandidaten versucht rauszuhauen. Und der kommt jetzt zurück in seine Heimatstadt Castle Rock. Ich glaube, das fasst die erste Folge ganz gut zusammen. Ja. Trennung von seinem alten Job und von seinem Kopf. Oh ja, da haben wir die Doppeldeutigkeit. Ja, in der zweiten Folge geht es dann weiter, die heißt Habeas Corpus. Und da geht es dann weiter, wie Henry versucht, seinen Fall da jetzt anzunehmen, weil er muss ja jetzt erstmal Kontakt aufnehmen mit dem, wie heißt er eigentlich, The Kid wird er immer nur genannt. Wir kennen den Namen gar nicht von dem, weil es weiß ja niemand, wie sein Name ist, der redet ja auch nicht. Von diesem Gefangenen. Und ich glaube, das schafft er aber gar nicht, Kontakt aufzunehmen. Man sieht nur am Ende der Folge, wie die sich gegenüberstehen. Er steht dann draußen am Zaun, weil er sich ja mit dieser Kirchengruppe da reingeschleust hatte. Mhm, genau, die mit den Gefangenen quasi beten und singen und sowas. Und dann sieht er ihn eben draußen, weil er hat ja da so einen Gefängniswärter, der ihn da auch unterstützt. Und der führt dann den Gefangenen raus. Und da waren ja noch so Dinge drin, die so übernatürlich sind, dass dieser Nazi, mit dem der in die Zelle eingesperrt war, dann irgendwie gestorben ist. An Krebs. Voller Metastasen. Ja. Und solche Geschichten. Und ja, es geht ja noch weiter rundherum und auch um die anderen Figuren, so rundherum um die Mutter von Henry und um den, was mit dem damals passiert ist. Weil dieser Henry war auch irgendwie mal verschwunden als Kind. Ich glaube, 2 Wochen lang oder eine Woche lang. Auf jeden Fall im tiefsten Winter bei minus 30 Grad. Und alle dachten, er ist tot. Und dabei ist dann auch irgendwie sein Vater gestorben. Oder in dem Zusammenhang. Deswegen ist er auch nicht sehr beliebt, weil niemand weiß, was da jetzt damals war. Und wird ihm so ein bisschen in die Schuhe geschoben. Weil sein Vater war der Reverend und der war natürlich sehr beliebt im Ort. Und dann gibt es noch den Alan Pangburn. Das ist der damalige Polizist, der ihn auch wieder gefunden hat und der ist jetzt mit seiner Mutter zusammen und Michael und Alan Pangburn können sich nicht so richtig gut ausstehen. Das ist so das Umfeld, was wir bis jetzt kennengelernt hatten, würde ich sagen. Ja. Nur für uns zur Wiederholung, damit wir noch wissen, worum es ging. Und jetzt kommen wir in die
dritte Folge. Local Color heißt sie, oder auf Deutsch lokale Farbe. Sehr schöne Übersetzung, sehr detailgetreu. Und ich weiß gar nicht, ob wir bis jetzt irgendwie über die Autoren oder sowas gesagt haben. Ich sag's jetzt einfach mal, der Regisseur von dieser Folge ist Dan Attias und die Autorin ist Gina Welsh. Und sie wurde ausgestrahlt zum ersten Mal am 25. Juli 2018. Gut, jetzt habe ich so lange geredet. Jetzt kann jemand anderes in den Cold Opener einsteigen der Folge. Cold. Verstehst du? Cold Feet. Opener. Ja, das dachte ich mir auch, als ich das gesehen habe. Ja, ne? Wir sehen die junge Maggie Smith. Nee, keine Ahnung, wie sie heißt. Molly. Geht's schon wieder los. Molly. Merkt euch doch wenigstens mal die Namen. Das Molly ist in 100 Staffeln Lost nie passiert. Was? Hat die ja nicht mehr. Genau, sie steht auf, geht rüber, auf barfuß durch den Schnee, geht in das Haus des Reverends hinein, der, man hört es vorher, im Radio gefunden wurde und sich zu Hause rekonvalesziniert. Das ist kein Wort. Weil man das immer zu Hause macht. Aber ihr wisst, wie ich meine. Ja, weil was, ja, also in den USA, du willst doch keine Minute länger als möglich in Krankenhaus bleiben. Wo du 50.000 Reverend Dollar würde dann arm. Arm wie eine Kirchenmaus. Ja, deswegen liegt er zu Hause am Beatmungsgerät, wie man das halt so macht in den USA. Sie geht rein, sehr zielstrebig nimmt sie sich einen Schlüssel unter dem Frosch, um das Haus überhaupt erstmal zu betreten, also die Tür aufzuschließen, nimmt sich dann die Jacke von dem Henry. Jungen Beaver, Henry. Geht die Treppe hoch an das Bett des Reverends und zieht ihm quasi den Luftschlauch am Hals raus. Und der versucht noch Luft zu holen, guckt sie so an. Und sie, ja, und stirbt. Mhm. Während seine Frau sich da im Bett daneben liegt und pennt oder sich schlafen stellt, keine Ahnung. Aber ich schätze mal eher an, pennt. Krasser Einstieg. Ja, ich finde es vor allem interessant, dass das jetzt so früh enthüllt wird. Ja, weil sonst hieß es ja immer, er hat genau seinen Vater umgebracht. Ja, genau. Ja. Ich glaube, ich weiß aber wieso, weil man daraus jetzt so ein bisschen Suspense ziehen kann, denn damit spielt die Folge in den weiteren Zusammentreffen zwischen, jetzt habe ich den Namen auch nicht mehr im Kopf. Molly. Zwischen Molly und Henry, dass sie jetzt halt immer, wenn sie auf ihn trifft, scheinbar auch so Schuldgefühle hat und so. Und das kann man natürlich nur machen, wenn der Zuschauer weiß, warum. Ja, weil sonst würde uns das ja nicht auffallen. Deswegen ist das da vielleicht so gewählt, dass man das jetzt so früh erkennt. Und ich glaube, dann kommt das Intro. Okay, aber wir können schon davon ausgehen, dass es auch so passiert ist und dass es nicht irgendeine komische Spinnerei von ihr ist. Weil sie ist ja nicht so ganz da immer. Denke ich. Also. Also so wie das im Laufe der Folge erklärt wird, erfahren wir so ein bisschen, warum sie nicht so ganz da ist, was das bedeutet. Und von daher würde ich das jetzt erstmal so glauben, dass das stimmt. Ja, ja und vielleicht wird ja auch der Junge die ganze Zeit dafür belangt sozusagen, weil irgendjemand halt diese rote Jacke gesehen hat, wie es Haus laufen oder ähnliches, ich weiß es ja nicht. Sie hat ja auch sein Hoodie, hat ja Jan genau, gesagt, das den Hoodie angezogen. Achso, genau, ja, dass genau. Es vielleicht jemand im Fenster gesehen hat oder so. Ah, ja. Und den hat sie ja auch behalten. Der ist ja in ihrem kleinen Schrein im Keller. Ja. In der Kiste? Wo auch genau, das Bild war, genau. So, das wissen wir jetzt erstmal, warum sie sich da scheinbar schuldig fühlt. Oder Phil, hast du da irgendwie Zweifel dran, dass das jetzt nicht stimmen könnte? Nö, es gibt dann einfach nur ab und zu Filme und Serien mit einem unzuverlässigen Erzähler. Und ich wollte das einfach nur mal in den Raum werfen. Mhm. Ja, also. Apropos Erzähler, in dieser Folge gibt es überhaupt keinen Erzähler. Das ist korrekt. In der letzten hat ja noch der Harry O'Quinn ehemalige Gefängnisdirektor, der Kopflose. Genau, der Kopflose Nick. Erzählt. Hat erzählt. Genau, und diesmal gibt es keinen Erzähler, die ist von der Struktur her anders, aber die ist, das ist so ein, ich habe so ein bisschen Lost-Flashback gehabt, weil das figurzentrierte Folge ist. Die ist ja sehr auf diese Molly zentriert, die ganze Folge. Ja. Und nach dem Intro geht es nämlich dann gleich weiter, dann ist sie ja in der Kirche
und trifft dann den Reverend Deaver wieder, der jetzt mit verbundenem Gesicht, so wie er im Bett lag, auf der Kanzel steht und predigt, und alle in der Kirche haben auch so Verbände ums Gesicht. Und er klagt sie dann eben an und fragt sie, warum sie ihn denn umgebracht hat, weil, obwohl er doch auf dem Weg der Besserung war. Ach so, vor allem, weil Gott ja entschieden hat, dass er nicht sterben soll, und sie hat sich gegen Gott gestellt. Und dann erwacht sie aber aus einem Traum. Ja, gibt es dann schon den ich kann es gerade nicht verraten, es gibt doch diese Szene zwischen den beiden als Kindern auch, wo er irgendwas, irgendeine Videokassette verbrennt, das habe ich nicht verstanden, was er da verbrannt hat. Aber sie ihn dann auf jeden Fall zu sich in ihr Zimmer einlädt und ihm da sagt, dass sie Gedanken hören kann. Ja, aber wie sie es ihm sagt. Auf die typischste Stephen King-Art überhaupt. Der alte Ekel-Banause. Sie sagt ihm ja, ich weiß, ja, dass du dich da anfasst. Keine Stephen King-Geschichte ohne Masturbation. Genau. Ja. Ich sehe, wie du dir einen hobelst. Das kommt erst viel später, aber ist ja egal. Diese Rückblende. Ah, das Zeit ist fließend. Ja, aber dann können wir ja schon sagen, was man da ja eigentlich rausliest, ist ja, dass sie ihm dann sagt, dass sie seine Gedanken lesen kann. Und was habe ich dann natürlich sofort gesagt? Sie hat das Shining. Shining, ja. Denn das konnte ja der Junge auch aus Shining. Und der konnte auch Tote sehen, oder? Konnte er ja auch. Das kann sie ja auch. Ja. Zum Beispiel die Zwillinge. Genau. Und so weiter. Ja. Und da habe ich noch gleich einen Fun-Fact. Denn Molly trifft ja jetzt Jackie Torrance. Das ist die junge Frau, die mit Henry in der letzten Folge schon an der Bar kurz gesprochen hatte. Und die hilft ihr nämlich, so ein Stadtmodell zu verpacken und zu transportieren an so einen Frühstückssender, wo Molly auftreten will, weil sie da so Pläne mit der Stadt hat. Und genau, das war ja das Dinner mit ihrer Schwester. Ja, das war das Dinner, wo sie das erzählt hat, genau. Aber ja. Jackie Torrance, dass die beiden irgendwie eine Arbeitsbeziehung haben, das war bis jetzt noch nicht klar. Und diese Jackie Torrance, die heißt Jackie Torrance, und der Junge, der das Shining hatte, hieß Danny Torrance. Und sein Vater hieß natürlich Jack Torrance. Also Jack Nicholson hieß Jack Torrance. Und Jackie Torrance ist dann wahrscheinlich auch eine Anspielung. Also sie wird verrückt und bringt alle um. Vielleicht. Stehe. Aber in dieser Folge noch nicht. Und wenn sie dann weg ist und oder dieses Modell verladen ist und die wegfährt, dann kommt ja Henry rein und trifft zum ersten Mal Molly wieder. Und er bittet sie ja, ob Molly nicht ihr Haus verkaufen, also nicht ihr Haus, sondern das Haus seiner Mutter verkaufen kann, Ruth Deaver. Und sie will das aber nicht machen, weil sie in seiner Gegenwart eben sehr unangenehm ist. Ja, seine Ausrede fand ich lustig, wie sie meinte. Oh nein, ich habe so viel zu, ich habe so viel um die Ohren. Er sich so in diesem Lernraum umguckt. Ja, überall stehen nur Kisten, alles schon eingepackt. Wirklich? Weiß nicht, ob das Problem ist. Ja. Ja, und zum einen, wie wir später erfahren, ist sie ja in seiner Gegenwart, ist ja deswegen nicht gerne, oder hat sie das Problem, weil sie ja seine Gedanken lesen kann, sehr laut, und sie, das, da kommt ja nachher auch die Szene, dass sie das sehr stört. Und das andere ist ja, dass sie vielleicht auch in seiner Gegenwart daran denken muss, dass sie den Vater umgebracht hat. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht gerne in seiner Gegenwart. Naja, auf jeden Fall ist er dann so ein bisschen verdutzt und fragt sich noch, ob er was Falsches gesagt hat, und dann geht er aber wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon kommt, aber wir können ja mal weg von Molly gehen. Irgendwann gibt es eine Szene im Shawshank-Gefängnis. Da sieht man, wie The Kid isst. Also, isst, ja. Und zwar keine Chips und keinen Obstsalat und was auch immer, Zervelatwurst oder was das ist. Er schmeißt nur das Weißbrot. Genau, er schmeißt irgendwie alles von seinem Teller und isst dann nur. Ja, das war nämlich völlig unnötig. Er hätte das trotzdem alles auf dem Tablett lassen können. Er hätte ja seinen Toast trotzdem so essen. Ja. Genau.
wird schon seine Gründe gehabt haben. Ganz bestimmt. Und steht dann auf und läuft durch das Essenszimmer. Er ist auch ganz allein. Also irgendwie haben wir ihn in Isolation genommen. Mhm. Vielleicht damit nicht noch ein Insasse umkommt oder so. Und geht dann zielstrebig auf irgendeine Richtung und hat diesen so 1000-Mile-Stare, so im Englischen, hin zu dem Bild des ehemaligen Gefängniswärters, also des Mannes, der für ihn den Käfig gebaut hat. Und sie nennen ihn jetzt auch Nick, wegen Nicolas Cage. Ah. Ja, Timmy hat so schön im Auto erklärt, als sie mit den beiden Autos so nebeneinander stehen. Er so, ja, ich hab's verstanden, ist okay. Ja, du meinst jetzt Henry und Zalewski, der Wärter. Ja. Genau, wo die er ihm dann davon erzählt. Ja. Und also sagt er, dass er, der Wärter, eben auch überlegt, Anwalt zu werden. Also vielleicht nochmal zu studieren. Und ja, wie schwer kann ihm dann sein? Ja, Empfehlungsschreiben schreiben. Ich finde es aber eigentlich ganz nett. Also was für einen Einfluss der jetzt ab der kurzen Zeit schon auf den Typen hatte. Ja, genau. Also ich fand es eigentlich ganz, ganz goldig, dass er meinte, oh ja, okay, ihr Anwalt ist ja voll cool, so für das Richtige und kannst mir dabei helfen? So, ja, natürlich. Das ist ja. Aber auch das Schlimme, der ist halt so goldig und so naiv, dass ich denke, der Typ geht irgendwann drauf. Er muss aber, können wir uns ja mal merken, in die offenen Punkte schreiben, Notiz mal. Wird er Anwalt oder geht er drauf? Aber was er sagt, der lacht ja erst noch unfreiwillig. Also wenn er den fragt, ob er ihm dann nicht ein Empfehlungsschreiben schreiben kann, dann lacht er ja erstmal so los und sagt dann ja, okay, ja, natürlich. Ja, der hat ja auch gar keine Ahnung. Der fragt ja so, ja, wie lange dauert das denn überhaupt? Und es klang jetzt auch so, dass nicht mal klar ist, ob er überhaupt irgendwie so einen richtigen Schulabschluss hat oder nicht. Ja. Ja, vielleicht hat er aber auch gelacht, weil er denkt, mit seiner Empfehlung kriegt er bestimmt nichts. Kann auch sein. Ja. Genau, aber im Grunde ging es ja in diesem Gespräch jetzt nochmal darum, wie sie denn Kontakt aufnehmen zu dem, oder? Zu dem Mandanten jetzt, weil sie ja immer noch keinen so einen richtigen Plan haben. Und ja, danach können wir, glaube ich, wieder zu Molly zurück, weil dann versucht sie doch, sich wieder neue Pillen zu holen bei den Schülern, die da irgendwelche Marshmallow-Süßigkeiten resten? Ist das auch irgendwas? Nee, das waren keine Hashkekse, das war einfach nur Süßigkeiten. Nein, das war, Marshmallows, ich weiß nicht, wie man es essen kann. Marshmallows mit Schokolade auf irgendwelchen Butterkeksen. Also sehr, sehr viel Zucker. Sehr eklig. Ja. Und der erzählt ihr aber, dass er ihr nichts geben kann, weil seine Oma beschafft die Pillen und die ist krank. Angebot und Nachfrage. Genau. Die Nachfrage ist da, aber das Angebot geht nicht. Und schickt sie ihn ja zu irgendeinem Autohof, zum Typen, der sollte noch was haben für sie. Mhm. Ich habe den Namen vergessen. Tut mir leid, aber jetzt wirklich. Also, ich glaube, der Name ist natürlich egal. Der Autohof heißt Timberland Motor Corp. Dexter. Irgendwas mit D. Derek. Ja, ich wusste den Namen doch. Das ist jetzt eine sehr surreale Szene, finde ich. Das ist schon Stephen King-mäßig. Ja. Weil erstmal ist dieser Autohof ja total verlassen. Sie ist da auch nachts oder so, also abends im Dunkeln. Und irgendwie ein dreijähriges Mädchen auch. Auf dem Spielplatz. Auf der Straße spielt. Oder genau, ja. Sie sitzt ja einfach nur im Gras mit irgendeinem Draht. Ja. Ja, das ist die kleine Schwester von irgendeinem von den Kindern, was da nicht rein durfte. Mhm. Wahrscheinlich. Ich finde es lustig, wie sie fragt so, hi, ist alles in Ordnung mit dir? Und so, ja. Okay. Ja, und dann geht sie ja da in diese... Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Was war das? Was ist mit Siri? Siri ist nicht sicher, ob sie das richtig verstanden hat. Frag sie doch mal, wie der Typ heißt. Und dann geht sie ja alleine ohne das Kind, lässt es da sitzen, weil es ist ja okay, geht sie dann in diese Hütte da rein und da sitzen diese Kinder mit komischen Holzmasken oder ja, alles so Tiermasken, die sich gebastelt haben. In so einer Art Gerichtsverhandlung. Der Richter sitzt vorne, ist auch einer von den Kindern und dann ist es eigentlich creepy, was dann passiert, dass sie dann sie als schuldig bezeichnen.
Naja, creepy ist das schon irgendwie. Also, es ist schon ein komisches Spiel. Ja, einfach Kinder mit Masken sind nicht so geil. Naja, vor allem der, also, was ich so auch so komisch fand, war, der Derek, der war doch schon deutlich älter als die anderen Kinder. Ja. Also, war so ein Haufen kleiner Kids und der Teenager. So. Ja, wenn er der einzige Teenager da ist. Die sagen ja auch, unsere Väter sind alle in Shawshank und unsere Mütter sind alle besoffen. Ja. Und er ist ja auch der Richter, er ist der oberste Typ. Relativ gut, weil ja, sie hatte ja vorher diesen Traum, wo sie von dem toten Priester gejagt wird, der sie ja auch quasi verurteilt und sie verflucht und was auch immer macht. Und dann plötzlich wird sie sozusagen in diesem Spiel als Mörderin bezeichnet. Genau. Das passt ja vom zeitlichen Ablauf her perfekt, um sie aus der Bahn zu werfen. Ja. Aber das hatte eines nichts mit dem anderen zu tun, offensichtlich. Nee, aber das hier ist vielleicht auch eine Anspielung, weil es gibt auch von Stephen King einen Roman, oder der auch verfilmt ist, Kinder des Zorns, heißt es auf Deutsch, oder Children of the Corn. Und da geht es auch, kennst du? Ich kenne es, nie gesehen. Aber da geht es ja darum, dass Kinder alle Erwachsenen umbringen, oder? In so ein Agrardorf, also so ein Land. Dass diese weißhaarigen Kinder. Ja, genau die. Boah, Gott, ey. Oh. Und die opfern nämlich die Erwachsenen ihm, der hinter den Reihen geht. Und ich glaube, das könnte eine Anspielung darauf sein. Ja, ich glaube, es geht da um die Ähren, die in den Kornfeldern stehen. Ah, okay. Aber das Ganze löst sich ja dann relativ einfach auf, weil nämlich der Richter nimmt dann irgendwie die Maske ab und geht mit ihr raus und sagt, er will nicht, dass die Kinder rausfinden, dass er die Drogen vertickt, und dann gehen sie in irgendwie so eine Hütte und dann will er was geben, und dann kommt die Polizei. Ja, also weil das würde die Kinder ja verstören. Ja. Das Thema Drogen wäre dann doch zu viel. Ja. Ja. Könnten alle gut in der CSU-Karriere machen. Vielleicht sind die aber auch alle traumatisiert, weil ihre Väter alle im Knast sitzen und sie haben alle den Gerichtsverhandlungen beigewohnt. Kann ja auch sein. Jetzt mal spielen die alle Gerichtsverhandlungen nach. Ja, wir wissen ja nicht, wie der hier, ich habe jetzt auch seinen Namen vergessen, Derek, Daryl, was auch immer, wie der so drauf ist, aber eventuell macht er das tatsächlich nur, um die Kinder mal ein bisschen abzulenken und denen mal irgendwie, die mal ein bisschen zu beschäftigen, damit sie eben nicht die ganze Zeit bei der besoffenen Mutti zu Hause auf der Couch hocken müssen. Deswegen auch diese schöne bildliche Beschreibung des Mordes, den sie ja da ausspielt. Dann sind sie also abgelenkt von zu Hause. Du suchst ja schon manchmal interessante Charaktere raus, wenn du irgendwie rechtfertigen willst. Also ich finde ja, der hat sich auch schön selbstständig gemacht, hat sich da sein Gewerbe aufgebaut. Das sollte man auch zu schätzen. Die Polizei sieht das anders, die jetzt mit darüber typisch Polizei, machen alle Selbstständigen kaputt. Unterdrückungsstaat. Am besten noch den Zoll vorbeischicken wegen Schwarzarbeit. Das oder was. Nur, weil er schwarz ist. Und das nur, weil er schwarz ist. Nur, weil er eine Schweinemaske. Nee, trägt er die Schweinemaske überhaupt? Der trägt so eine Holzmaske, ich weiß nicht genau. Oder hat er eine Schweine? Das Schwein ist jemand anderes als der Kinder. Die Bubs sehen. Die Bubs, stimmt. Und dann sagt die, verpiss dich, ich gebe dir 100 mehr. 100 Dollar. Für 10 Tabletskis. Ja. Ich glaube, es ist ganz schön günstig, oder? 10 Dollar pro Tablette. Ja, er wollte mehr eigentlich, glaube ich. Wollte er nicht 20 pro Stück, 3 für 60? Und die Bubs. Ja, genau. Und sie sagt, nee, ich gebe dir 100 für 10. Und er so, okay. Moment, jetzt muss ich erstmal Kopf rechnen. Ich glaube, so helle war er in dem Moment. Nee. Er war doch auch rechnen, als die Sirenen losgingen. Ja, genau. Das war noch bei den anderen Schülern, wo sie vorher war. Das war auch sehr lustig, weil einer von den Kindern fragt ja dann, wie viele Minions sie töten musste für diese Jacke, weil sie hat so eine gelbe Jacke, so eine hellgelbe Jacke an. Und sie sagt dann so ganz cool 6, womit er jetzt nicht gerechnet hatte, dass sie das. Ja. Tja, hat sie als Erwachsene richtig coole dem Tag. Teenager mal richtig gezeigt. Ja. Voll die Milf. Ja, und jetzt wird sie dafür war vorher der andere so ein bisschen schlau und der hat hier ein klassisches Free Market Problem. Ja, und jetzt wird sie eingeknastet. Direkt mit. Ja, aber das erfahren wir erst später. Was erfahren wir vorher noch? Weiß ich nicht mehr. Es gab auf jeden Fall einen Cut und dann kam erstmal eine andere Szene. Ja, das kann sein. Vielleicht kam dann das erst mit dem The Kid im Gefängnis oder so. Nee, da erfahren wir doch, dass der
Hauptdarsteller Henry versucht, DNA-Spuren irgendwie zu sichern in dem Selbstmordauto. Er weiß doch da diesen einen Cop so ein bisschen zurecht. Ach so, dass die alle verschwunden sind. Warum die das Auto nicht gecheckt haben. Ja. Und er sagt so, jetzt sag ich dir mal was, Junge. Selbstmorde lösen sich von alleine, das ist super. Ja, genau. Ach, und deswegen, weil er ist ja deswegen auch zufällig auf der Polizei, deswegen genau. Erfahren wir jetzt auch, dass Molly auch da ist. Ja. Genau. Ja. Und er haut sie dann raus. Und sie hat irgendwie mit ihrer Mitgefangenen hat sie sich irgendwie angelegt und deswegen hat sie mit, jetzt irgendwie... Mit der Prostituierten. Genau. Deswegen hat sie jetzt irgendwie Kampfspuren. Und ja, es ist jetzt schon morgens und sie hat ja dummerweise an diesem Tag ihren Auftritt in dieser Morning Show Local Color, in der sie nämlich herkommt. Ja, genau, der Name der Folge, wo sie nämlich jetzt diese Idee, die sie da hat, für den Ort zeigen will. Also sie hat da irgendwie so eine Business Case mit der Innenstadt. Sie will die Innenstadt irgendwie wieder beleben. Sie will vor allem viel Geld verdienen. Ja. Genau. Was? Das ist das, worum es eigentlich geht. Ja, natürlich. Aber da hat sie jetzt... Naja, sie will jetzt halt doch... Entschuldigung, nur damit ich das richtig verstanden habe. Es wird ja schon die ganze Zeit so präsentiert. Sie versucht ja jetzt, ganz viele Leute davon zu überzeugen, Geld zu investieren in eine Gegend, in der nichts los ist und wo auch nichts zu erwarten ist. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber es kann schon sein. Also ja, das hat er doch auch gesagt, dieser Moderator mit, ich weiß nicht, irgendein Gebäude wollte sie verändern, wo er meinte, aber das ist doch eigentlich immer, das ist doch schon ganz okay oder das, ich habe auch nicht genau zugehört. Aber das heißt, das ist ein Scam tatsächlich oder wie? Ah, was heißt Scam? Nö. Ich glaube, es ist halt so, es ist halt ihr Job, so Leuten Immobilien zu verkaufen. Okay. Mhm. Und da ist sie jetzt halt ein bisschen motivierter, weil sie selber eigenes Geld da reingesteckt hat. Und wenn sie das jetzt nicht verkauft kriegt, dann hat sie sich und, weiß ich nicht, vielleicht auch ihre Schwester halt finanziell ruiniert. Mhm. Ach stimmt, da ging es ja auch darum, dass sie das Hypothek aufs Haus aufgenommen hat in der Folge, wo sie die Schwester getroffen hat. Genau, richtig. Ja. Ja. So, und jetzt hilft, also jetzt reden die miteinander und sie erzählt ihm das, was wir jetzt eben schon erzählt haben, dass sie eben seine Gedanken hören kann und so weiter. Es wird jetzt auch gleich wichtig, weil jetzt fährt Henry sie dann mit ihrem Wagen zu dieser Veranstaltung, damit sie dann noch rechtzeitig hinkommt. Und ich sag mal so, das läuft da nicht so gut. Nee. Sie hört ja halt auch die ganze Zeit Stimmen, aber sie hört jetzt nicht Live-Stimmen, sondern das sind ja alles so Flashbacks, die in ihrem Kopf stattfinden, die immer wieder auf sie zurückfallen. Und sie hat ja auch keine Tabletten mehr, weil ihr Kaufvertrag wurde ja nicht abgeschlossen. Und deswegen versucht sie ihre zweite Hilfsvariante, das ist ja die Sonnenbrille, die sie immer trägt, die anscheinend hilft gegen diese Töne. Ja. Aber ja, so richtig dabei ist sie am Anfang auch nicht. Man merkt ja, wie die Geräusche um sie herum ausgeblendet werden, die Gespräche und so weiter. Ja, genau. Der Moderator sie auch mehrmals Sachen fragen muss, bis sie halt dann irgendwann doch sehr, sehr aktiv und sehr direkt antwortet. Genau, aber nicht mit den Themen, um die es eigentlich geht dann, sondern sie gibt dann Henrys, die Themen wieder, mit denen Henry sich beschäftigt hat. Genau, nämlich, die durch ihren Kopf fliegen die ganze Zeit. Genau, nämlich, dass da dieser Junge im Knast sitzt und das macht sie jetzt sozusagen öffentlich. Und die Gefängnisdirektorin schaut zu. Die in der Bar steht und sich denkt, oh nein. Genau. Ja, und das ist, aber es ist auch die Aktion, die Henry ermöglicht, vorstellig zu werden, also von der Direktorin eingeladen zu werden. Sonst wollte sie ihn ja nicht sehen. Ne? Hat ja eh bestritten, dass es so einen Gefangenen überhaupt gibt. Genau. Und jetzt wird er plötzlich eingeladen direkt. Und kriegt auch direkt ein Angebot, um die Sache auf sich beruhen zu lassen. Ja, 300.000. Und Freiheit. Ja. Und ist tatsächlich nicht so viel. Nee, tatsächlich nicht. Also was, so viel Schmerzensgeld kriegst du in den USA doch schon, wenn dir irgendwie dein Essen zu kalt serviert wird.
Ja, und wenn du dann auch noch illegal im Gefängnis gelandet bist, gibt es ja wahrscheinlich noch mal 3 Nullen hinten dran. Hm. Ja, also mindestens im Millionenbereich muss man sich da bewegen. Das sagt ja Henry dann auch daraufhin. Ja, ganz schön geizig von der Frau Direktorin. Genau. Hätte sie anders haben können. Der ist halt auch eine Firma dahinter, ne? Das ist ja kein staatliches Gefängnis, sondern ein privates Gefängnis, das quasi vom Staat als Dienstleistung gemietet wird. Mhm. Genau. Und so kommt auch jetzt so ein System ganz ohne Nachteile. Geht gar nicht. So kommt jetzt jedenfalls Henry auch zu dem Gefangenen. Also in so eine typische Situation zwischen einer Glasscheibe, wo eine Glasscheibe dazwischen ist und Telefone. Ja, und sie einigen sich ja darauf, also eigentlich entscheidet ja er, also Henry, aber sie einigen sich darauf, dass sie das Angebot nicht annehmen und lieber das Ganze quasi durchziehen, weil sie ja davon ausgehen, dass sie ja gewinnen am Ende und dann quasi das Gefängnis bzw. die Firma dahinter ja in Grund und Boden verklagen hinterher. Genau, also sie einigen sich darauf. Es ist aber schon im Wesentlichen ihr Dingens, der redet. Wollte ich also gerade ist jetzt sagen, nicht wirklich. Nicht die beiden diskutieren und sagen, was wäre ein Better, sondern eigentlich sagt doch hier Henry, so und so machen wir das. Ja, genau. Also die einigen sich darauf, dass The Kid überhaupt gar kein Interesse an dem Gespräch zeigt. Ja. Aber am Ende nickt der doch oder so. Also ich habe es zumindest als zustimmendes Nicken gewertet. Er nickt, schüttelt den Kopf und nickt nochmal. Das sind so die. Und zwischendurch fragt er dann ja auch Henry, wie alt er ist. Ja, also erst fragt er. Formuliert das so ganz komisch. Genau, in years oder sowas. How old are you in years? Und vorher fragt er noch, has it begun? Und das, has it begun, ja. Oh, ja. Und das ignoriert Henry noch, weil er das vielleicht auf den Fall oder so definiert. Can you hear it now? Genau. Und das ist dann etwas, wo dann sich plötzlich Henry erinnert, dass das wohl die Worte waren, die sein Vater gesagt hat im Wald. Ach ja, stimmt. Also bevor er verschwunden ist. Und jetzt kapiert er irgendwie, dass er dass The Kid gar nicht über den Fall geredet hat, was er vorher überhaupt nicht gerafft hat, sondern dass er jetzt hat er irgendwie diesen Bezug dazu. Und damit endet dieses Gespräch auch und Henry schaut dumm aus der Wäsche. Ja, weil auch die Zeit abgelaufen ist. Die Wachen kommen rein und trennen die beiden dann entsprechend. Ja. Und dann kommt eigentlich nur noch eine Szene. Und das ist so ein bisschen eine Wiederholung von der Szene, die wir jetzt gar nicht besprochen hatten, weil zwischendurch haben Molly und Jackie schon mal, ich weiß nicht, war das ihr Haus, das Elternhaus, oder war das irgendein anderes, wahrscheinlich irgendein anderes Haus? Nee, das muss das Elternhaus gewesen sein, weil da dieser Karton unten war im Keller, oder? Was da durchwühlt wurde. Ja, genau. Weil da haben sie irgendwie einen Einbruch scheinbar gehabt, aber es ist wohl nichts gestohlen worden. Aber alles ist umgekippt und durchwühlt. Und im Keller, der Karton war auch dann leer, oder? Also es sah so aus, als wäre da nicht mehr das Zeug drin, was sie beim letzten Mal, oder hatte sie das rausgenommen? Also war ja noch dieses Bild drin, dieser Wanted-Brief, dieser Gesuchbrief von dem Jungen. Ja, den hat doch, ja ihre Assistentin rausgeholt. Mhm. Aber was da sonst noch drin war, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, genau. War das Sweatshirt? Ach ja, richtig. Ah ja, hatten wir eben. Aber sonst weiß ich es auch gerade nicht. Und jetzt ist sie wieder. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das gleiche Haus ist. Ich dachte, das wäre woanders gewesen. Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Für mich sah also entweder ist da wieder eingebrochen worden, weil die beiden hatten ja vorher aufgeräumt. Oder ist es tatsächlich jetzt vielleicht ihre eigene Wohnung, die auch durchsucht wurde? Mhm. Ich weiß es. Oder eines ihrer Häuser, wo sie halt reingeht, weil sie da Maklerin ist. Kann ja auch sein. Aber kann auch sein, dass es das gleiche ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dann. Auf jeden Fall, genau. Dann trifft sie noch mal wieder Matthew Deaver. Das Senior, ja. Ja, Matthew halt. Nicht Henry. Ach ja, der andere heißt ja Henry. Der heißt Henry Matthew, glaube ich tatsächlich, ja. Mhm. Und sie durchsucht da so die Zimmer, hat auch ein Messer in der Hand. Und das ist dann so ein Schockmoment so kurz, weil wenn sie sich dann umdreht, dann sieht man ihn da wieder mit dem verbundenen Gesicht. Ja, nicht nur, wenn sie sich umdreht, sondern auch, wenn sie halt den Flur lang geht, sieht man so ganz so leicht hinter ihr stehen in dieser Türöffnung, wo typische, ich so denke, oh Gott. Typische das ist auch was, weil ich in solchen Szenen immer
antizipiere und mich dennoch erschrecke. Ich denke immer, okay, jetzt gleich sieht man irgendwo was im Hintergrund. Und ich scanne immer den Hintergrund und trotzdem kriegt, oder gerade deswegen vielleicht, kriegt mich das immer. Es gibt doch dieses Internetvideo, wo dann im Flur immer das Licht an und ausgeht und immer wenn das Licht aus ist, sieht man jemanden und wenn es an ist, ist er wieder nicht da und dann springt er irgendwann in die Kamera oder sowas am Ende. Da gibt es auch so ein, auch ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ein Studentenvideo war, da gibt es so eine Frau, die sie immer wieder Selfies quasi vor dem Spiegel macht und dann sieht sie plötzlich in den Selfies auf ihrem Handy hinter sich jemanden immer näher kommen. Ja. Bis der dann irgendwann, also bis quasi sie sich immer wieder umdreht und ganz ängstlich ist und auf dem letzten Bild ist dann quasi alles frei und sie denkt, ja, alles ist gut und dann casht er sie einfach von hinten und der Film ist aus. Ja. Jumpscares. Ja. Und wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe damit gerechnet, weil sie dieses Messer halt auch immer in einer sehr gefährlichen Position gehalten hat, dass jetzt ihre Assistentin irgendwann ums Eck kommt und sie einfach absticht. Mhm. Das wäre auch. Das weiß ich nicht. Ich habe damit gerechnet, dass die jetzt irgendeine Katastrophe herbeischwören. Aber ist nicht so. Ich weiß gar nicht, ob der nochmal was sagt dann. Oder einfach nur kurz. Weil sie, wenn sie nochmal hinguckt, ist er ja weg dann wieder. Ja, doch, er versucht sich ja im Bad einzuschließen. Aber er sagt irgendwas, aber was jetzt genau, weiß ich leider nicht mehr. Und dann ist es schon fertig. Ja. Mhm. Was es jetzt genau mit dieser Kassette zu tun hatte, die Henry verbrennt, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Konnte man denn sehen, was da drauf stand? Ich glaube nicht, oder? Ich habe es nicht erkannt. Er hat nur irgendwie auf seinen Vater geschimpft. Genau. Genau, und hat dann irgendwas draufgekippt und angezündet. Ja, aber vielleicht erfahren wir das noch. Und die Frage ist jetzt, warum hat Molly denn überhaupt den Matthew Deaver getötet? Das muss ja dann wohl auch irgendwas mit diesen Gedanken von Henry gewesen sein. Also es muss was mit seinem Verschwinden zu tun haben. Das hat ja auch mit diesem Do You Hear It Now dann nochmal darauf hingewiesen. Und ich glaube, irgendwie war bestimmt Henrys Vater kein guter Reverend oder kein guter, vielleicht guter Reverend, aber ein schlechter Vater. Das ist anzunehmen. Ja. Vielleicht hat sie ja auch seine Gedanken gehört. Emily hat ja gehört oder fühlt und hört ja alles, was Henry hört und fühlt. Genau. Und hat deswegen den Vater umgebracht, weil er eigentlich ein Arschloch ist. Das vermute ich auch. Vielleicht war es ja Notwehr. Wer weiß, was das der kann Vater, man, glaube ich, schlecht rechtfertigen. Nein, ich meine, er kam direkt auf mich zu. Er hat alle Gliedmaßen im Gips. Er ist auf mich zugerollt. Nee, aber vielleicht hat sie irgendwelche Gedanken von ihm aufgefangen, die, ja, nicht so toll waren. Wenn ich hier raus bin und wieder laufen und atmen kann, dann steche ich den Kleinen Junge ab. Schon sehen. Genau. Dann nehme ich ihm seine Playstation weg. Und dann hat sie gesagt, nein. Das geht zu weit. Irgendwann ist auch mal wirklich Schluss hier. Aber war das denn jetzt so angelegt, dass sie alle möglichen Gedanken hören kann oder nur die von Henry? Oder ist es bei ihm besonders stark? Nee, von allen Leuten, weil sie sagt ja immer, sie nimmt diese Tabletten, damit sie quasi die Bestrahlung von außen ein bisschen abdämpfen kann. Stimmt. Mhm. Sonst gibt es, glaube ich, keine neuen Fragen. Nö. Nee. Aber wir wissen jetzt, dass sehr wahrscheinlich Henry seinen Vater nicht umgebracht hat. Das wissen wir jetzt, also sind wir ziemlich sicher, wenn wir denn dem Erzähler glauben. Ja, fand ich aber tatsächlich, also ich fand die erste Szene der Folge die interessanteste. Mhm. Der Rest hat sich irgendwie, also war es die schwächste Folge bislang für mich. Ging mir auch so, ja. Ich habe auch gleich mal geguckt, wie die bewertet war und hatte schon Zweifel, geht das jetzt so weiter? Also ich fand sie auch nicht besonders gut, ich fand sie auch nicht gut. Das war jetzt nicht schlimm so, aber hat auch nur eine 7. Hat sie einfach gezogen, so, obwohl sie gar nicht länger war als die anderen. Ja, hat auch eine 7,2, glaube ich, nur gehabt oder 7,8. Ich glaube 7,2 nur. Das war auch nicht schlecht. IMDb. Nee, aber im Vergleich, also ist die zweitschlecht bewertetste auf IMDb gewesen. Mhm. Nun gut. Dann würde ich sagen, gucken wir, wie es weitergeht mit der nächsten Folge The Box. What's in the box? Ach, das ist ja auch schon lange her. Mhm. Ja, niemand hat mehr was, oder? Nein. Dann sagen wir auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Genau. Schau mal wieder rein, denn etwas Show muss sein. Mach die Bühne frei, dann sind sie mit dabei. Die Show muss weiter. Die Show muss weiter. Gehen auf Wiedersehen. Und
when I can never, naja, fast. Never nah dran. Go home again. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody. Hallo beim Impulssender. Das war Quatsch, wir fangen nochmal an. Oh Gott. Jetzt müssen wir das Lied nochmal hören. Gleiche Stelle, gleiche Welle, andere Welle, andere Welle. Welle, Welle, Welle.